Hallo meine lieben Anonyminions und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Ich spiele heute mit Wii Wheel. Ja, dieses Wii Wheel, was damals bei Mario Kart Wii mitgeliefert wurde, was voll trendy war und jeder cool fand. Damit spiele ich heute. Wieso habe ich auf 50 CCM, wenn ich gehe, da unten Pokale angezeigt? Da unten Pokale angezeigt, aber nicht, wenn ich drüber gehe. Hä? Also ich habe mir... Also ich erinnere mich, dass ich in jeder Klasse immer überall 3 Sterne geholt habe. Ja, ich habe es aber nach und nach gemacht damals. Ist das so, wenn ich jetzt... Angenommen, ich schaffe jetzt auf 200 CCM alles in 3 Sterne. Habe ich denn hier automatisch überall auch 3 Sterne und Gold? Das wusste ich noch gar nicht. Ich habe das damals ganz stur der Reihe nach durchgespielt und habe nie das gespielt, bevor ich 100, also nie 150 gespielt, bevor ich 100 gespielt habe. Okay. Ach ja, wir haben einen neuen Charakter freigeschalten. Lakitu. Ich hoffe mal, die Aufnahme geht jetzt besser. Ich hab's in... Warte mal, wo habe ich das gesagt? Ach ja, in Mario, habe ich gesagt. Ich habe ein neues Virenschutzprogramm, das... Oh, neues Kartteil. Ein Roller. Und das soll wohl weniger belastend sein als mein altes. Vielleicht geht jetzt die Aufnahme besser, wobei... Ich glaube es nicht. Also ich habe jetzt erstmal nichts geändert. So, wir machen einfach alles einen weiter runter. Das hatten wir das letzte Mal. Da das und hier das. Also wir haben jetzt... Probieren das nach und nach alles durch. Ja, das ist jetzt eigentlich eher so eine Bowser-Karre. Egal. Die Prinzessin wird oft genug gestohlen, jetzt darf sie auch mal mit seinem Auto fahren. Heute ist der Blumencup an der Reihe. Ich würde sagen, ich starte direkt durch. Los geht es mit Marios Piste. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das sich mit dem Wii Wheel fährt. So, wenn euch der Streckenverlauf rechts bekannt vorkommt, dann zum einen von Todds Piste, Todds Autobahn. Nicht Todds Piste, die waren Mario Kart 7. Die gab es tatsächlich mal. Oh, da gibt es eine lustige Geschichte zu Todds Piste. Also, für mich ist sie lustig. Aber andere Sache. Diese Strecke hier, die ist nicht umsonst geformt wie eine 8. Das liegt daran, dass das hier quasi die Hauptstrecke des Spiels ist, wenn man so will. Also man hat die immer in Trailern gesehen. Es war auch die erste, die damals auf der E3-Demo zu sehen war. Es ist halt Mario... Fuck. Ich habe mich vertan, was die Steuerung angeht. Ich bin driften, habe stattdessen das Item losgelassen. Das kommt mir jetzt teuer zu stehen, oder? Nein, nicht? Okay, cool. Ja, das ist so quasi die Hauptstrecke in diesem Spiel. Ich muss... Boah, ich habe jetzt Gas losgelassen, anstatt das, der Drift-Taste. Also ich komme irgendwie gar nicht darauf klar. Oder ich darf nicht drüber nachdenken. Eins von beiden. Wow. Jetzt habe ich... Beim Stun muss man schütteln und jetzt habe ich stattdessen die Driften-Taste gedrückt, so wie man es eigentlich machen würde. Naja. Egal, zu Todds Piste wollte ich noch was sagen. Und zwar, lange bevor bekannt war, dass die erste Strecke in Mario Kart 7 Todds Piste ist, habe ich mir überlegt, hey, wir hatten noch keine Todds Piste. Vielleicht ist das jetzt die erste Strecke oder eine Strecke in Mario Kart 7. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, ich habe sogar vermutet, es wird die erste heißt diesmal Todds Piste. Völlig willkürlich, weil die Mario Kart davor war es immer Luigis Piste. Marios Piste war eigentlich nur im ersten Mario Kart die erste Strecke, glaube ich. Danach, in Mario Kart 64, war es Luigis Piste. Auf dem Game Boy Advance Peach Piste die erste Strecke. In Double Dash war es auch wieder Luigis Piste. In Mario Kart DS war es die 8er Piste. Ah, noch eine 8. wenn wir schon mal dabei sind, die 8er Strecken aufzuzählen.
In Mario Kart Wii war es auch eine Luigi's Piste, Mario Kart 7 war es Todd's Piste. Und hier ist es Mario Kart Stadion, was ganz aus der Reihe tanzt. Ja, da habe ich auch noch eine Theorie zu. Erzähle ich vielleicht mal ein andermal. Wir sind Erster geworden, wundert mich. Ich bin alles andere als gut gefahren. Todd's Hafenstadt. Ja, Todd's Hafenstadt. Ihr habt die Cable Cars gesehen und wer mein Rail Special gesehen hat, der weiß, woran mich Wales erinnert hat. Zumindest Llandudno in Wales hat mich, ich glaube, als ich da war, hat es mich gar nicht mal an Todd's Hafenstadt, oder? Ich glaube, erst im Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr, wie es war tatsächlich, leider. Aber es hat Ähnlichkeit, definitiv. Die Stadt hier ist aber nicht an Llandudno angelehnt, die Entwickler haben sich, glaube ich, eher von New York inspirieren lassen. Wobei das auch Blödsinn, das sieht hier nicht nach New York aus. Es sieht auch nicht nach Llandudno aus, aber es sieht auch nicht aus wie New York. Aber im Hintergrund, da seht ihr die Freiheitsstatue, oder wie man sie hier eher nennen sollte, die Freiheitspeach. Die einen Stern in die Höhe hält, wenn ich das richtig sehe, ja. Und es ist Todd's Hafenstadt. Hey. Da wären wir schon wieder bei Todd. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Todd hat eine Autobahn in diesem Spiel und eine Hafenstadt. Krass. Der hat ganz schön viele Strecken. Wir haben in diesem Spiel auch unglaublich viele Wario-Strecken. Ich glaube 3 Stück. Damit dürften wir sogar mehr Wario-Strecken haben als Mario-Strecken, oder? Ist aber egal. Ja, doch, ich glaube, ich komme auf meine Theorie über Mario Kart Stadion mal zu sprechen. Die hatte ich damals, als ich Mario Kart 8, also eigentlich sofort, als ich den Titel gehört habe, glaube ich. Ich bin mir bei solchen Sachen jetzt gerade nicht sicher, wann was stattgefunden hat oder wann meine Gedanken wie waren. Auf jeden Fall ist meine Theorie die folgende. Die letzten Mal, oder eigentlich immer, waren die Mario Karts, also Mario Kart DS, war die erste Strecke immer irgendwann irgendein Charakter, nach irgendeinem Charakter benannt. Ob es jetzt Todd, Peach, Luigi oder Mario war, eigentlich war es immer so. Aber hier haben wir Mario Kart Stadion. Also quasi das Stadion von der Serie selbst. Da hatte ich dann die Theorie, das klingt ziemlich final und ziemlich einmalig. Ich weiß nicht. Wenn man es noch in Mario Kart 9 machen würde, was wäre denn dann die erste Strecke? Ich meine, Mario Kart Stadion. Boah. Krass. Wir haben einen blauen Panzer mit einer Hupe erledigt. Cool, dass ich das im Let's Play haben darf. Wow. Sorry, das hat mich jetzt ein bisschen geflasht. Ich fahre mit meiner Theorie fort. Und zwar im nächsten Video. Was? In der nächsten Strecke. Bis gleich. Wieder Erster geworden. Yay. Grusel-Wusel-Villa. Ja, mich regt der Name dieser Strecke tatsächlich auf, aber das erkläre ich gleich. Erstmal noch zum Mario Kart Stadion. Das klingt halt ziemlich final und ziemlich einmalig. Wenn du jetzt noch Mario Kart 9 rausbringen würdest, wie würdest du dann die erste Strecke nennen? Wieder Marios Piste? Luigis Piste? Ich weiß es nicht. Ich finde, Mario Kart Stadion kannst du so nicht toppen, weil das ist das Stadion der Liga, das Stadion der ganzen Serie. So. Keine Ahnung, da haben die trainiert seit dem ersten Mario Kart. So habe ich mir das dann vorgestellt. Und es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn man das... Ja, keine Ahnung. Es wirkte halt einfach ziemlich final, dieser Name. So, Grusel-Wusel-Villa. Um jetzt darauf zu sprechen zu kommen. Dieser Name, ich finde ihn einfach nur dumm. Er hört sich... Gut, Mario Kart ist ein Spiel für Kinder, ne? Aber
Dieser Name hört sich trotzdem so mega kindisch und dämlich an. Vor allen Dingen, wenn ich euch sage, wie diese Strecke hier im Englischen heißt. Dann denkst du übrigens eine Abkürzung. Die englische Name heißt Twisted Mansion. Für all diejenigen, die jetzt kein Englisch können. Und ich kann übrigens nicht Mario Kart fahren. Ihr seid nicht die einzigen, die etwas nicht können. Nee, aber für alle, die jetzt kein Englisch können, Twisted Mansion heißt sowas wie verzerrte oder verdrehte Mansion. Twisted Mansion. Ich glaube, ich habe gerade nur Twisted gesagt, oder? Ist egal. Und ich finde, der Name passt viel besser. Anstatt Kuchen Fusselvilla, huhu. Sorry, aber ich finde den Namen einfach echt beschissen und vor allen Dingen falsch übersetzt. Er hört sich einfach mega bescheuert an. Gruselfussel. Uhuhu. Da klingt verzerrte Mansion oder verdrehtes Haus oder wie auch immer man. Verdrehte Villa, irgend sowas. Aber doch nicht Gruselfussel-Villa, mal ganz ehrlich. Ich meine, ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr den Namen findet, aber. Ich habe. Weiß nicht. Er gefällt mir einfach nicht. Er ist so, ja, wie gesagt, einfach viel zu kindisch. Ja, klar, Mario Kart ist an Kinder gerichtet, aber, oder an Jüngere. Aber trotzdem. Ja. Nächste Strecke. Quatsch, ist nicht Thema. Wir wurden wieder Erste. Nächste Strecke kommt, aber jetzt. Shy Guy Wasserfälle. Ja, die Shy Guy Wasserfälle. Ich kenne jemanden, der hasst diese Strecke. Der wird hier immer aus irgendeinem Grund letzter. Ich habe dem beim Fahren zugeschaut. Der fährt echt nicht schlecht. Auch nicht besser als ich jetzt die letzten Rennen. Wobei ich sagen muss, mit dem Rewheel fahre ich tatsächlich irgendwie etwas schlecht. Habe ich das Gefühl. Ich vertue mich oft von wegen Driften oder Item werfen oder so. Das ist, naja, halt schlecht. Aber ansonsten, ja, es geht schon. Meine Items halte ich und so. Aber ich habe den zugeschaut beim Fahren und der macht eigentlich nichts falsch. Und trotzdem, er schafft diese Strecke einfach nicht mit einer guten Platzierung abzuschließen. Das ist echt komisch. Wir hingegen sind gerade Erste und ich hoffe, das bleibt gerade. Was? Ich hoffe, das bleibt auch so, nicht gerade so. Wow. Boah, der Banane bin ich definitiv knapp entgangen. So, die Münzen mitnehmen. Wie gesagt, damit es die Konkurrenz nicht kriegt und weil sie einem selber nochmal einen Boost geben. Apropos Boost. Hier schwimmen Booststreifen runter, was ziemlich nice ist. Die Strecke heißt übrigens im Englischen Shy Guy Falls, also. Die haben sie mal ziemlich originalgetreu übersetzt, im Gegensatz zu Gruselwuselvilla. Ich habe mir deswegen wirklich überlegt, dieses Spiel auf Englisch zu spielen. Nur auf der anderen Seite spiele ich halt auch Spiele auf Deutsch hier und ich habe keinen Bock, jedes Mal zu wechseln, wenn ich Mario Kart 8 spiele. Alter, ja, das musst du außen hinkriegen, dich selber so abzuschießen. Nein, nein, nein. Wow, so. Okay, friss dich. Was? Beiß und booste mich, Pflanze. Danke. Ah, Donkey Kong haben wir nicht gekriegt, so. Das macht nichts. Ich könnte noch so eine kleine Information über den Kanal hier gerade reinstreuen. Das fällt mir gerade so ein. Ich habe mittlerweile das NES Classic Edition. Oder NES Classic Mini, ich weiß es nicht. Drauf steht Classic Mini, glaube ich. Ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich das ja in einem Video machen will. Aber es ist da. Das heißt, wenn ich das noch nicht rausgebracht habe, das Video dazu, es kommt demnächst. Könnte ziemlich sicher damit rechnen. So, wir sind zum vierten Mal Erster geworden. Das ist ja krass. Es liegt aber, glaube ich, am Kart, dass ich so gut fahre.
Weil das hat kleine Räder, dementsprechend kann man besser lenken und es ist langsamer und man kann es besser kontrollieren und so weiter. Trotzdem, viermal Erster ist nicht schlecht. Der Blumencup in Mario Kart 8. Die Gruselwuselvilla. Peach fährt wie eine Profi. Sie wirft krasse Panzer nach vorne. Nein, sie hängt sich hinteran. Krasse Action. Fliegt über Geist. Wurde viermal Erster. Voll fett, Alter. Was ein so ein Sprachfehler als bewirken kann. Ja, ziemlich zufrieden. Viermal Erster. Besser geht's nicht. Da ist er nun, der Blumenpokal. Die Blume wurde schön in einen Kasten angepflanzt. Wir haben den Sternkopf freigeschaltet. Und einen neuen Charakter. Und ein neues Fahrzeugteil. Und einen Miiverse-Sticker. Oh, Moment, ich will jetzt keinen Beitrag posten. Mein Gamepad ist leer. Ja, die Blume, dieser Pokal, finde ich, ist ziemlich originell. Gab's, glaube ich, noch nicht. Dass man die in so einen fetten Kasten eingepflanzt hat. In Blumentöpfe vielleicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber er sieht gut aus. Ja. 3 Sterne, da seht ihr es. Wir haben es geschafft, Leute. 3 Sterne. In diesem Cup. Wow. Ja. Mit diesem Anblick würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im Bananencup. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Leute. Euer Anonymous.